Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Matthias Bachinger steht im Viertelfinale. Urheberrecht Getty Images. Matthias Bachinger erreicht in Metz das Viertelfinale nach einem Sieg über den Spanier Fernando Verdasco. In der Runde der letzten 8 trifft er auf einen Franzosen. Qualifikant Matthias Bachinger, 31, München, hat beim ATP-Turnier in Marseille das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglisten 143. setzte sich am Donnerstag überraschend gegen Routinier Fernando Verdasco aus Spanien, 35, ATP-Nummer 26, mit 6:4, 6:3 durch. Beim Hallenturnier in der südfranzösischen Hafenstadt trifft Bachinger in der Runde der letzten 8 auf den Franzosen Hugo Humbert, der 6:3, 6:3 gegen den an Position 2 gesetzten Kroaten Borna Koric gewann. Für Bachinger ist es der erste Viertelfinaleinzug seit seiner Finalniederlage gegen Gilles Simon, Frankreich, im September 2018 in Metz. Für Bachinger war der Erstrundenerfolg in Marseille gegen Steve Dossis Belgien sein erster Sieg auf der ATP-Tour im Jahr 2019. Der Weltranglisten minus 60. Peter Gojovcuk München war bereits am Mittwoch im Achtelfinale an Simon gescheitert.